Hi Leute, in diesem topaktuellen Clip zeige ich euch etwas von unserem Angeltrip, den wir kurz vor Ostern an der Werra in Hedemünden gemacht haben mit dem Ziel für Sparwe. Die Tonqualität schwankt zwar, aber vielleicht gefällt euch ja trotzdem der eine oder andere Moment, den wir auf der Kamera erwischt haben. Gefangen haben wir ganz ordentlich, leider nicht den Zielfisch, aber es sind mehrere Forellen rausgekommen und natürlich reichlich Weißfisch und Gründlinge, die es an dieser Stelle eben gibt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Clip. Blick über das Gewässer, wo wir fischen werden. Da ist eine Mühle und da strömt es wunderbar stark halt in die Werra hinein, wo wir da vorne an der Spitze halt unser Glück versuchen werden. So Leute, es ist Wochenende. Wir sind jetzt mal mit ein paar mehr Leuten angeln heute. Und wir sind noch am Aufbauen. Natürlich das Wichtigste, erstmal zwei Ruten ins Wasser, bevor man überhaupt einen Stuhl aufgestellt hat. Da hinten das Bauarbeiter-Dekolleté, das ist der Manno. Das war's ja auch nicht du. Ja. Naja, ich mach nochmal an, sobald fertig aufgebaut ist. Ja, ich habe die eine in der Hand und dann beißt die nächste. Ja, klar. Anhauen und dann. Jetzt beißen beide gerade. Außerdem stehst du doch neben mir. Einmal verhauen und einmal hängt. Das ganze Blei ist noch dran. Aber du hast wenigstens, was du bist. Oder bin ich das? Ja, das ist dein Wabenspot, was auch immer. Die linke, die hätte ich oben drüber geschmissen, auf die andere Seite von der Strömungskante. Ja. Was? Krummelt nicht, oder was? Kommt noch. Oder wir, ne? Ja, das ist meine. Deine leuchten nicht. Ja. Ach, mein Hackenschärfer. Ich suche ich. Achso. Ich suche meinen auch schon ewig. Ja. Na, wichtig ist auch. Ich habe gefunden, Forellenpfeife. Ah ja, weiß ich, wo ich ihn verloren habe. Digga, weck mich nicht auf hier. Scheiße. Digga! Hat ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder gemeldet habe. Denn es war wirklich nichts los heute Nacht. Aber der Ötzi drillt seit ein paar Minuten irgendwas Großes, was einfach nicht hochkommen will. Und deswegen haben wir jetzt mal die Kamera dazu genommen. Kein Live-Biss, aber mal gucken, was hochkommt. Guck nicht so böse, du bist auf der Kamera. Ja. So. Steht wieder eins, ne?
in der Strömung. Schlafmaß habe ich extra dicken Stock an die Angel geboten, damit er den guten Drill macht. So. Ich glaube nicht, dass man das auf der Kamera sehen kann, aber der Ötzi hat auf seiner Hauptschnur hat er da so einen Stopper für zum Selbsthaken. Und er hat ihn jetzt ungefähr 15 cm aus dem Wasser. Und wenn der Fisch gleich keinen Bock mehr hat, dann ist er wieder, dann ist der Stopper wieder weg. Oh nein, ich sehe zum ersten Mal das Blei. Das kommt gleich durch die Wasseroberfläche, wenn er Glück hat. Ja, da kommt das Blei. Geh ins Ruhige, du wirst ihn sonst nicht kriegen. Ne? Wenn es gar nicht geht, gerne im ganzen Baum vorbei und dann drillen wir, dann holen wir da drüben raus. Rutenspitze ins Wasser und einfach 10 Schritte nach rechts. Ötzi gewinnt 10 cm und verliert 10 cm. So geht das schon, seitdem ich gesagt habe, ich hole die Kamera aus dem Koffer. Und die nächste Flucht in die Strömung, jawohl. Ja, willst du nicht doch da hinten hingehen, ins Ruhige? Rutenspitze runter und rüberlaufen. So, ich komme hinterher. Hier ist nicht mehr so eine, hier sind wir nicht mehr in der Hauptströmung vom Zufluss. Etwas ruhiger, da habe ich die Hoffnung, dass wir die Barbe rausbekommen. Oh, das hat ihr nicht gefallen, die möchte gerne wieder. Sie hat gerade wieder 3 Meter genommen. Ach ja. Und wie ist es, Ötzi? Die ganze Nacht den Arsch abgefroren, ne? Damit wir unseren Zielfisch kriegen. So, ich sehe wieder den Stopper. Wir sind wieder beim Putt. Oh, und die Rute ist krumm und krumm. Ja genau, ne? Man muss immer nur das Beste nehmen. Was jetzt? Länger gezogen. Ernsthaft? Oh, das wäre scheiße. Fuck, Haken ab. Oh, egal, es war ein schöner Drill. Soll nicht sein, passiert. Tja, man kriegt nicht jeden Fisch raus. Aber trotzdem, wie war's, Ötzi? Wunderbar. Arm ein bisschen wehgetan. War alles gut. Ich hatte einen Drill mit einem Barbe. Das erste Fisch, den ich überhaupt mal, also als Barbe, ja, gefangen habe, schön gewesen. Aber hatte Glück gehabt. Sollte es nicht sein, dass ich ihn raushole,
War wunderbar. So. Ja, ich hatte euch ja versprochen, dass ich eigentlich weiter euch zeigen wollte. Wir waren jetzt die ganze Nacht hier. Wie gesagt, eben hat der Ötzi seinen Barbendrill endlich gehabt. Leider haben wir sie nicht gekriegt. Aber wir sind ja noch ein bisschen da. Und wenn noch mal was kommen sollte, halten wir euch auf dem Laufenden. Nachher beim Abbauen zeigen wir euch, was wir gefangen haben über die Nacht. Ne? Und so sieht halt das Camp aus. Wir haben hier unser Zeltchen. Ötzi macht sich einen neuen Wurm gerade dran. Beziehungsweise ja, lässt er ein bisschen fallen. So, das zeige ich euch mal kurz. Ne? Er nimmt die Ködernadel und ja, zieht den Wurm halt komplett auf. So. Wie gesagt, hier ist das Zelt. Wir haben jetzt, keine Ahnung, den 8. April, glaube ich, oder 7. April. Es ist halt noch empfindlich kalt nachts, vor allen Dingen, wenn das Wasser wärmer ist wie die Luft, dann wird es sehr feucht. Ja. Und unsere elektronischen Knicklichter bzw. Leuchtkugeln sind auch noch an den Routen, die machen wir jetzt gleich ab. Das muss ja nicht dranbleiben. Und dann fischen wir noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, wir haben die Pieper dran. Nur Fiederrouten und da unten hat man eben auch beim Drill bestimmt gesehen. Da haben wir unseren Setzkescher, wo die Fänge von gestern und von der Nacht halt drin sind. So, wir sollen so langsam mal einpacken. Deswegen lösen wir auch das Camp so ein bisschen auf. Alles steht zum Trocknen ein bisschen in der Sonne. Aber natürlich wird weiterhin geangelt. So Leute, ich hatte euch ja versprochen, wenn nochmal was Neues kommen sollte, dass ich nochmal die Kamera einschalte. Und zwar Ötzis kleine 15 Euro Angel, wie er sagt. Die hat er da immer unter den letzten Ästen unten runtergeschmissen, so an der Kante von der Strömung, von dem Einlauf von der Werra hier, wo wir angeln. Und dann will ich euch gleich mal zeigen, was der kleine Ötzi doch für große Fische fangen kann. Na? Ja, zeig mal, was du da Schönes hast. Guck mal, was wir gerade noch gezogen haben mit der Route, wo wir eben die Fisch da drin. Da, eine schöne 28 cm Bachforelle mit Punkte, so wie sie es sein sollte. Ne? Und was sagt Ötzi? Wunderbar. Ne? Und er isst die selber, hat er gesagt. Ja. Ne? Also nichts mit abgeben. So mal einen kleinen Gruß an die Angelkollegen. Ne? Nur wer angelt, fängt Fische. So. Schauen wir mal. So, das Ergebnis unserer Tage, unserer Nacht. Wir haben einen schönen Döbel. Der wird gleich geschlachtet. Ein paar kleine Döbel. Gründlinge fürs Aquarium. Die Bachforelle, noch ein paar Gründlinge. Ne? So, noch mehr Gründlinge. Ein totes Döbelchen für zum Essen oder Köderfisch und noch ein Köderfisch. Ups, beinahe übersehen. Noch ein guter Döbel. Ne? Und hier. Ja, den wir gleich platt machen. Schöner großer Döbel, toll gezeichnet. Ja, aber wir wollen ja nicht quälen, deswegen kommt er noch für eine Sekunde. Ups, in den Eimer. So, das war's. Hi, ja, das war's jetzt. Wir haben eingepackt. Ja, etwa 18 Stunden Angeln sind vorbei. Und wie es so ist, mit viel Gepäck und viel Zeug, Alter. Bollerwagen und jetzt geht's zurück zum Auto. Ne? Schreibt was in die Kommentare oder abonniert, wenn es euch gefällt. So, das war's jetzt aber endgültig. Feierabend, bis zum nächsten Video. Peace.